hereingeflattert und damit herzlich willkommen hier zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbenklang. Tag 11, Donnerstag, im ersten Jahr, im ersten Frühling hier. Wir sind on the way, haben auch schon ein bisschen hier Kupfer und ähnliches jetzt hier mittlerweile ja freigeschaltet. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen hier die aktuellen Wetterberichte an. Morgen soll es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Das ist sehr gut. Und was sagt hier die Sendung? Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Krähenplagen nicht verzagen. Du brauchst nur eine Vogelscheuche. Mit einer Vogelscheuche auf dem Hof kannst du die Krähen fernhalten. Schütze deine wertvollen Pflanzen. Eine Sache noch. Brauchst du einen größeren Rucksack für all deine Sachen? Schau mal im örtlichen Gemischtwarenladen nach. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Hier haben wir die Katze mittlerweile. Bleibt mittlerweile drin. Okay, die Gießkanne hat sich jetzt hier nicht über Nacht aufgefüllt. Und wir haben hier was entdeckt. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 200 E-Finderlohn. Google ich jetzt ganz heimlich mal nach, wie man die Axt findet. Nein, ich google das bestimmt nicht im Hintergrund nach. Das machen wir jetzt ganz ehrlich. Ah, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Habe ich damals, glaube ich, gefunden? Ja, doch, die habe ich damals gefunden. Weiß, wo sie ist. Ja, den Auftrag nehmen wir an. Sehr gut. Ist hier irgendwas gewachsen? Nee, ne? Dann würde ich sagen, holen wir erstmal Robins Axt. Damit wir hier irgendwie durchkommen. Durch das Dickicht. Durch den Dschungel. Anna Jones und Lara Croft sind ein Hieb gegen mich. So, ich weiß wieder, wo die Axt ist. Ich habe die damals auch schon mal gefunden. Oh, Löwenzahn, sehr schön. Wir müssen hier irgendwo nach rechts hier, glaube ich, gleich. Sind wir denn gerade? Ja, doch, passt. Jetzt einfach nur runterlaufen. Da müsste sie sein. Ach, guck mal. Frühlingszwiebeln, ganz viele. Und die nehmen wir mal alle an. Gut gebrauchen. Zum Essen oder ähnliches. So, und hier müsste irgendwo die Axt herumliegen. Da ist sie. Wir haben sie. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sich ja danach. Müssen wir nur Robin finden. Wo ist denn die überhaupt? Wo wohnt die überhaupt? Zu Hause von Robin. Hier oben. Dann laufen wir einmal nach oben lang, glaube ich. Kann ich nebenbei noch das ganze Grünzeug wegbringen? Da müssen wir lang. Nee, tatsächlich habe ich die damals gefunden, weil ich dann hier im Wald, glaube ich, auch gesucht habe. Spät abends habe ich sie, glaube ich, noch gefunden und konnte sie dann noch wegbringen. Ich erinnere mich. Leider keine Regenwürmer hier. Ja, das ist nur Gras. So. Ich würde erstmal das ganze Grünzeug wegbringen. So, den Rest behalten wir. Dann laufen wir eben zu Robin. Ich hoffe, die ist zu Hause jetzt gerade, nicht, dass wir sie gleich suchen müssen. Ach, guck mal. Na? Oh, Karottensamen. Wir haben die Regenwürmer ist mit Karottensamen. Einfach mögen die das. So, Robins Zuhause ist, glaube ich, hier. Gerade hier. Ah ja, cool. Ja, was für ein Wetter. Guck mal, ich habe da was gefunden. Ey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Was? Kann man sich damit den Zeh... Okay, ich will es gar nicht wissen.
Wer ist hier? Hier im Sterntautal sind wir abgeschieden vom Rest der Welt. Vielleicht ist das eine gute Sache. Ja, könnte sein. Was haben wir denn hier für schöne Sachen? Holz, große Truhe, aus Fenster, Tischpflanzen, modernes Bücherregal. Oh, hier gibt es so viele schöne Sachen. Was ist das denn Cooles hier? Wenn du hier handarbeitest, hast du Zugang zu Materialien in allen angrenzenden Truhen. Die Werkbank ist ja cool. Inventar und Ladenöffnung. Ah, Billigfernseher. Da haben wir, glaube ich, keinen Unterschied, einfach dass sie anders aussehen, ne? Gut. Dann jetzt schnell zum Laden. Falls wir noch ein paar Regenwürmer finden. Ah, da hinten wären welche. Wollen sie eigentlich nicht übertreiben, ne? Aber doch, wollen wir. So, Regenwürmer, wo wart ihr? Da! Siehst du? Und wir haben einen rostigen Löffel gefunden. Es lohnt sich, sag ich doch hier. Muss mal den ganzen Weg hier runter. Den bringe ich jetzt auch noch weg eben. Da müssen wir lang. Irgendwo mal eben den Löffel hier weg. Moin Gunther. Was für dich? Löffel. Kommt hier mal zu einem Born hier. Da müssen wir nochmal schnell einkaufen hier. Ich brauche auf jeden Fall neue Saatgut. Wo sind wir denn? Ach, ich hätte jetzt schon einen Amethyst mitnehmen können, ne? Abigail, naja. Morgen ist der Buchhändler hier. Ah, ich hätte sogar Quarz. Ich weiß nicht, ob ich den annehme. Wo ist denn Haley überhaupt? Wo wohnt die denn? Da ist Haley. Überlege ich mir noch. Muss ich nochmal gucken. So. Was haben wir denn hier? Blumenkohl. Kartoffeln hätte ich, glaube ich, gern nochmal. Ein Stück. Blumenkohl. Was? Warum haben wir eigentlich Karottensamen? Gibt es die hier? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Dehydrator. Dann können wir Sachen trocknen. Okay, das ist auch neu. Kenne ich, glaube ich, nicht. Mal gucken. Grasbündel. Ein neues Gras wachsen lassen. Okay. Zierlauchsaat. Pflanze sie im Frühling, wächst in 7 Tagen zu einer blauen, kugelförmigen Blume heran. Okay, Tulpenzwiebel. Und Zierlauch. Würde ich gerne, glaube ich, machen, aber... Naja, mache ich, glaube ich, noch nicht hier. Blumenkohl. Ein Blumenkohl mehr. Und... Ja, Bohnen wären auch cool gewesen, aber habe ich jetzt mal nicht gemacht. Dann haben wir ordentlich was zum Pflanzen jetzt. Ich muss mich fast schon ein bisschen beeilen hier. Mit dem Quarz weiß ich gerade nicht, ob ich gleich nochmal zurückrenne. Da könnten wir eigentlich machen, ne? Karotten brauchen auch nur 3 Tage, okay. So, wie sieht's denn hier aus überhaupt? Yay, eine Kartoffel. Komm, die 2 Möhren wachsen wir. Pflanzen wir auch rein hier. Karotten, da sind sie. Wir haben wieder ein paar neue Ideen. Sehr cool. So, da kommt da ein Blumenkohl noch hin. Viel zu viel Arbeit zum Dingsen hier, ne? Hoffe, ich komme da ran zum Gießen.
Quelle war das? Ich will es nicht wissen. Ach, hier ist ja der blöde Baum. Ja, okay, komm. Viel Gießarbeit, ich würde es gar nicht wissen. Komm, die Sachen lassen wir einmal alle hier. Komm, wir nehmen Quarz mit. Danach, mal gucken, was machen wir denn danach? Jetzt keine Waffe mitgenommen, sonst hätten wir hier vielleicht nochmal zum... uns verlorene Axt. Ach, guck mal, kriegen wir nochmal Geld für. Ah, hätte ich vorher abholen müssen, ne? Na ja, gut. Jetzt können wir hier nochmal Haleys Aufgabe annehmen. Mal gucken, ich hoffe, die ist zu Hause gerade. Die wohnte, glaube ich, hier jetzt links in diesem Haus. Müsste sie wohnen. Hey, einen Kiefernzapfen im Müll gefunden. Hallo, Emily. Ich hoffe, du achtest bei deiner Arbeit auch auf die Umwelt. Das Ökosystem des Tals ist sehr empfindlich. Das mag sein. Und hier ist Haley, ne? Ich habe den ganzen Morgen meine Haare gemacht. Und jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Och Gottchen. Oh, hier. Oh, das ist so ein dummes Geschenk. Ach, verfeinerten. Ach, okay. Okay. Weiß ich, wo der Fehler war. Ich habe aus Versehen kein feinertes Quarz gebracht. Okay. Ich stehe meinen Fehler ja schon ein. Gucken, ob wir hier ein bisschen was fangen können. Yay, eine Grünalge. Aber wir können uns bald hier den Rucksack leisten, ne? War halt schon ein bisschen cool. Ein Fisch! So schwer zu fangen. Ja, weg ist er. Ja, das war jetzt aber auch richtig schwer. Brauchen wir, glaube ich, noch eine bessere Axt. Bessere Axt, genau. Bessere Axt zum Fische fangen. Bessere Angel hier zum Fische fangen. Blaubarsch, erster Fang. Neuer Erfolg, Fischer. Okay. Haben wir 10 verschiedene Fische oder so war das, glaube ich, ne? Na, immerhin. Lebt in einem Schwan im Meer, kehrt aber zum Leichen in den Fluss zurück. Yay, noch mehr Grünalge. Ich würde, glaube ich, gleich auch nochmal gerne zum Strand laufen. Vielleicht liegen da noch ein paar Schätze rum. Treffer. Da jetzt. Ah, wieder so ein Blaubarsch. 74 cm. Noch 20 cm größer als den anderen hier. Sehr cool. Ach, zu früh. Viel zu früh gedrückt. Diesen Mauszeiger übrigens witzig, ne? Wie schief der aussieht. Aber irgendwie ist er auch ästhetisch, ne? Und er wackelt auch so ein bisschen, er lebt. Er atmet. Noch eine Grünalge. Kann zum Kochen verwendet werden, ne? Ne, ist ziemlich schleimig. Okay. Lecker. Noch ein Blaubarsch. 81 cm. Das wird ja immer mehr hier. Ein goldener hier. Was mit der schlechten Angel? Yay, Treibholz. Super.
würde aber, glaube ich, gleich nochmal zum Meer laufen. Oh, noch eine Grünalge. Treibholz kommt weg. Ich hoffe, dass wir da unten vielleicht noch ein paar coole Sachen finden. Ob hier noch irgendwas rumliegt oder so. Hier liegt ja häufig irgendwie spezieller Kram rum. Ist da oben Holz? Muss irgendwie auch so eine Bretterbude irgendwie zusammengebrochen mal, ne? So, hier war doch irgendwo hier Ringwürmer. Schon wieder Karottensamen. Und eine Miesmuschel. Okay. Ja, die Brücke ist nach wie vor kaputt. Weiß gar nicht, ist da eigentlich noch irgendwas? Oh, stimmt, hier, guck mal. Nochmal drei kleine Seen und nochmal ein Steg. Das wäre richtig cool, wenn wir darüber laufen. Na gut, ich würde dann, glaube ich, mal eher zur Farm zurücklaufen. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Die Müllsammler. da geht's lang. Also immerhin ein paar Sachen hier nochmal geangelt, ein paar neue Sachen kennengelernt. Das ist doch ganz schön hier. So, blaue Truhe. Und die Miesmuschel. Und hier in die grüne kommt das Gedöns. Kann ich das hier noch irgendwo hier einbringen? Ah, hier vorne. Ist auch schon gegossen. Das wird morgen so viel Miesarbeit hier. Mir graut's davor. Ach, da kann ich nicht langlaufen, oder? Döns liegt. So, neues Holz. Holz und Quarz. So, ganz viel Zeug gefunden, sehr gut. Steine ohne Ende hier. Die spawnen auch, glaube ich, nach einer Zeit nach hier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich frage mich, was immer diese Bong ist, ne? Weiß nicht, ob ich es wissen will. Ich glaube, ihr könnt mir das ruhig mal schreiben. Die Kommentare. Mich doch interessieren, was da immer dieses Geräusch macht. Oh, guck mal, armer Schmetterling hier mitten im Regen. Gottchen. Der Arme. Windzeug und Gedöns hier. Dann bis zum Abwinken. Kleiner Frosch, der hier noch rumläuft. Süß. 31. Einen Baum können wir noch fällen. Das wird dann der hier. Langsam sind wir auch erschöpft. Das sehe ich wohl ein. Steine. Haben wir die Fackeln hier noch irgendwo? Da würde ich hier mal 5 Stück hier so hinstellen. Ein bisschen heller ist hier. Stockfinster hier. Und ich würde sagen, dann haben wir den Tag hier auch gut hinter uns gebracht. Hallo Katze. Aber ich würde, glaube ich, sagen, wir machen, glaube ich, pro Folge immer 2 Tage. Glaube ich, passen da. Dann haben wir meistens ungefähr so 35 Minuten. Glaube ich, eine schöne Folgenlänge hier auch. So, Hofarbeit, Stufe 2. Cool, wir haben nochmal hier was bekommen. Gießkanneneffektivität und Hackeneffektivität. Wir können jetzt Steinzäune bauen, Mayonnaise-Maschinen und Sprinkleranlagen.
Und Fischen ist auch nochmal gestärkt worden. Plus 1 Angler-Effektivität und wir können jetzt auch diese Köder herstellen. Ja, das ist doch mal ein voller Erfolg hier. Das ist ja cool. Der Bucherhändler ist heute in der Stadt. Da muss ich gleich mal gucken hier. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Eierfest. Die Festivitäten beginnen im Pelikan zwischen 9 und 14 Uhr. Okay. Ob wir uns da beeilen müssen. Was habe ich hier? Ei, ich verkaufe eine Hütte. Okay, Stups, komm zum alten Haus. Stups, bring Münze. Und Maus. Ach, er verkauft Hüte. Ach, ich weiß, wo das ist. Das ist im Süden. In einem Wald, die verlassene Hütte. Da können wir Hüte kaufen. Aber wir brauchen eine Münze. Wir haben aber, glaube ich, keine. Oder? Nee, wir haben keine Münzen. Hallo Tizian, morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen, der Bürgermeister Liris. Ja, wenn ich mit Gießen fertig bin, dann wird das vielleicht was. Ja, ein bisschen übertrieben hier, oder? So, einmal auffüllen. Blup. So, gleich mal gucken, wo die Katze ist eigentlich hier, ne? Das hier. Viele Sachen. Aber hey, die Kartoffeln sind fertig. Cool. Und sogar ein paar bessere. Hallo Katze. Ein Futternapf ist ja leer hier. Kriegt nur Wasser. Mehr kriegt die Katze nicht. Also damit ich zufrieden ist, soll sie ertrinken. Oder verhungern. Oder verdursten, ist mir egal. Gut, den Baum würde ich gerne mal fällen hier. Schön, ein paar neue Ideen. Echt mega special hier. So. Mal gießen hier alles. Bücher, Buchhändler ist heute auch in der Stadt. Will ich gleich mal aufsuchen, mal gucken, wo der ist und so. Ist da so ein Ballon eingezeichnet, ne? Also ich frage mich jetzt, ob der wirklich mit so einem Heißluftballon oder so hier ankommt. Weil wer weiß, wo diese Stadt hier ist, ne? Und dieses Tal. So, jetzt muss ich einmal die Hälfte hier wegbringen. So, Kartoffeln würde ich, glaube ich, immer ein paar behalten hier. Ja, komm, 3 Stück. Wir müssen ein bisschen was craften. Müsli-Riegel haben wir jetzt ganz viele. Sehr, sehr gut. Ein Stück und die Kartoffeln würde ich verkaufen. Komm, Möhre und Krumm. Kaufe ich jetzt auch mal. Lehm würde ich, glaube ich, mal testweise verkaufen. Narzisse. So eine komische Frühlingszwiebel. Löwenzahn würde ich gerne behalten. Harz. Ach, Inventar ist voll. Was wir heute verkaufen können. Und dann gehen wir auch mal in die Stadt hier. Ja, Lieferung an Haley, die kriegen wir jetzt nicht fertig. Aber Pech gehabt. Oder Buchhändler, wo ist denn der? Kann ich das hier sehen oder so? Ist der wohl, ne? Hier ist nix. Ich dachte, dass das hier vielleicht mitten auf dem Platz ist oder so. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo er sein könnte. Bin mir nicht sicher. Würde mal schauen wollen. Kann ich da langlaufen? Ja, zum Glück. Ist er vielleicht hier? Nee, da ist er auch nicht. Zum Sommer geschlossen.
sollen da kommen? Hey Kleiner. Pfui, ist das wieder gekochte Beteabend. Da würde ich auch so gucken wie du. Das würde mir auch nicht schmecken. Was vielleicht hier? Was ist denn der Buchhändler? Ich würde das jetzt echt mal kurz googeln. Wo ist denn der Buchhändler? Was ist der denn? Ah, der ist immer zufällig taucht er auf. Interessant. Immer zufällig in der Jahreszeit und hat auch immer zufällige Bücher mit. Oh Gott, die kosten richtig viel, habe ich gerade gesehen. Aber wo? Also, bin ich denn? Wo finden wir den denn? Ah. Ich hab mal nachgeguckt. Ich weiß, wo der ist. Erst ganz tags taucht er hier auf. Ach, schade. Diesmal nichts am Meer hier. Der ist beim Joja-Markt. Hallo, ich kenne dich nicht. Das ist Jazz oder Jazz oder so. Ich weiß nicht, wie so ausgesprochen wird. Joja-Markt, der ist doch irgendwo hier oben. Hier irgendwie in der Nähe. Ach, ich weiß, wo der ist. Hier. Da ist er. Der sieht ja cool aus. Hallöchen. Köder und noch mehr Köder. Lesen, um Anglererfahrung zu sammeln. Holzfäller Wochenblatt. 8000 Gold. Bergbau Monatsheft. Weg des Windes. Oh, du läufst etwas schneller. Will ich haben. Ich will das haben. Ja, es gibt Pferde mittlerweile. Okay. Jetzt schneller durch Gras und Dings laufen. Preiskatalog. Der Wert deiner Gegenstände ist nun sichtbar. Oh, das ist auch nice. Der coole Bücher hat er auf jeden Fall. Zweimal pro Jahreszeit erscheint er hier, hat immer zufällige Bücher im Angebot, aber die sind teuer. Wirklich teuer. Ich habe leider das Schwert nicht mitgenommen, ne? Das war vielleicht eine dumme Idee. Oder sammeln wir Steine? Ich soll ja auch noch 10 Schleime besiegen, ne? Ach, weißt du was? Dann angeln wir heute hier. Gehe ich jetzt hier nicht in die Mine. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Sollen wir lieber ein bisschen angeln? Eine Grünalge. Sehr schön. Unbedingt diesen Rucksack haben, ne? 2000 Gold. Ja, ich glaube, am Monatsende könnten wir damit rauskommen. Hätte ich halt gerne so früh wie möglich hier tatsächlich. Treffer. Oh, schwieriger Fisch. Obwohl, jetzt geht's. Ob wir Neues jetzt hier finden oder was das wird. Gotteslachs. Name. Warum Gotteslachs? Gewöhnlicher Flussfisch, aber hat so einen speziellen Namen. Special-Namen hier. Ah, Schmetterlinge. Süß. Ich finde das voll niedlich, dass jetzt hier auch überall Schmetterlinge und so rumfliegen. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon so war. Das Spiel, glaube ich, damals relativ früh nach Release gekauft. Ich glaube so spätestens 2017, glaube ich. Halbes Jahr nach Erscheinen oder so. Ich muss sagen, es hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt hier. Optik ist eigentlich ganz knuffig. Sieht ein bisschen aus wie Chained Echoes, ne? Finde ich hier. Kostet
kostet Angeln eigentlich? 93 haben wir gerade. Gottes Lachs. 91 haben wir immer noch. Ah, das kostet beim Auswerfen hier Energie. Ich glaube, desto weiter wir das auswerfen, desto länger, desto mehr Energie verbraucht es auch, glaube ich. Ja, haben wir noch ein paar Fische, das ist auch ganz gut. Noch ein gutes Lachs. Oh, das ging aber schnell hier. Und noch einer, immer 20 cm groß, in Folge. Das wird morgen so viel zum Gießen, ne, bei uns. Das ist der Hammer. Noch einer hier. Können wir nachher auch zubereiten und so tatsächlich, ne? Da brauchen wir erst eine Küche für. Wir haben leider noch keine, leider. Freue ich mich schon drauf, wenn wir eine haben. Na, jetzt. Ja, super, Treibholz. Juhu. Oh, den kennen wir noch nicht. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Moment. Warte auf mich. Warte. Ich bin kein großer Fan von Festen. Viel Tumult, zu viel menschlicher Kontakt. Das bringt mehr Stress als Spaß, wenn du mich fragst. Ich habe gerade irgendwas beigeschaltet. Mache jemandem ein Geschenk. Oh ja, schön. Haben wir, glaube ich, auch alle kennengelernt, ne? Guck mal, der steht auch hier rum. Oder stehe ich im Weg? Ah ja, wir stehen im Weg. Ich wollte da langlaufen. Die tatsächlich so ein kleines Ausrufezeichen über den Kopf und laufen dann weiter. Finde ich aber ganz gut, dass die dann auch nicht festhängen oder so. Könnte man die ja ganz schnell festbacken. Schnell das nehmen und schnell den Fisch. Ah, Mann, schade. Manchmal ist das echt schwer mit dem Schatz dann noch, ne? Das Risiko lohnt sich irgendwie, aber es ist immer ärgerlich, wenn man die dann nicht kriegt. Yay, eine Cola. Hallöchen. Du hast meinen Sohn Sebastian getroffen, richtig? Er lebt unten. Unten, ja, im Keller. Richtiges Kellerkind. Oh, warte mal. Robin hat einen ziemlichen Hitzkopf. Es ist besser, es sich nicht mit ihm zu verscherzen. Okay. Dann fischen wir hier halt weiter. Das letzte Mal, dass wir auch fischen hier. Wir haben dann, glaube ich, auch keine Ausdauer mehr. So, komm her, mein Fischi. Schwarzbarsch, okay. Mit dem Treibholz, her mit der Blume. Dann laufen wir jetzt mal nach Hause. Ah, guck mal, noch eine. Können wir die mitnehmen? Nee, leider nicht, ne? Ist das halt die einzige, die wir da haben. Ich könnte natürlich jetzt auch die Cola trinken, aber die sparen wir uns für nachher auf hier. Und hier mal Cola, Schlückchen. Nur echt mit der Scherbenklang Cola. Unsere ist natürlich rot, ne? Nicht blau, so Pepsi-Zeug. Was tun wir denn damit? So, wo lassen wir das alles hier? So, da ist die Fischkiste. Grünzeug? Wo lassen wir denn die Cola? Wo haben wir die denn hier gelassen? Ach, da. Ja, komm, die packe ich auch mal, glaube ich, hier mit rein. So, jetzt ist erst 18 Uhr. Wir haben keine Energie mehr. Ja, komm, wir könnten noch ein bisschen Holz hacken, ne? Ah, 14? Wie viel brauchen wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5.
knapp. Sehr, sehr knapp. So, jetzt bloß nichts mehr machen hier, sonst kippen wir tot um. So, alles hier reinschmeißen. Könnten wir noch Energy? Ne, kriegen wir leider gerade nicht hin. Ich denke jetzt schon schlafen? Ich glaube schon, ne? Ganz früh heute. Ich habe morgen noch viel vor. Aber das gucken wir uns hier nochmal kurz gemeinsam an, was wir jetzt hier heute auch verdient haben oder so. Weiteres Sammeln hier, Stufe 3. Eine weitere Achse-Effektivität. Kochset, neues Rezept. Oh, das klingt gut. Und eine Moossuppe. Okay. So. Für Leben. Okay, ein Leben kriegen wir 20 Gold. Lohnt sich nicht wirklich. Die Blumen hier, das lohnt sich auch nicht. Aber hier, das ganze Gemüse hier. Das hat sich gelohnt. 1465 Gold. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Und heute ist der 13. Tag, aber den erleben wir dann leider erst in der nächsten Folge hier. Nochmal schnell hier auf Pause. Ja, bin ich schon mal gespannt, was wir da für ein Eierfest erleben werden. Ich werde auf jeden Fall hier noch alles schnell hier gießen müssen. Ach guck mal, Vincent und Robin und Levis mögen uns auch sogar schon ein bisschen. Das ist ja cool. Ja, sehr schön. Bis 14 Uhr. Und dann müssen wir schnell aufs Rathausplatz, hätte ich beinahe gesagt, für den Stadtplatz. Da müssen wir dann mal gucken. Jo, und ansonsten bis zur nächsten Folge. Und ansonsten schaut gerne mal live bei Twitch vorbei. Da sind wir gerade bei Fantasy oder Sci-Fi-Welten. Je nachdem unterwegs. Und natürlich schaut auch gerne mal auf dem Discord-Server vorbei. Würde mich freuen. Dann, ciao, ciao.